Die Straßenausbaubeiträge in Bayern werden abgeschafft. In dieser Woche ist es soweit. Für den Vorsitzenden der Freie Wähler Landtagsfraktion Hubert Aiwanger ein Riesenerfolg. Wir Freien Wähler haben dafür ja lange Zeit gekämpft, zuletzt jetzt eben mit einem Volksbegehren und haben dafür in kurzer Zeit 341.000 und noch ein bisschen was an Unterschriften bekommen. Das zeigt die Brisanz dieses Themas und das zeigt, dass wir ja die Bürger an unserer Seite haben. Und jetzt geht es darum, nicht nur die Straßenausbaubeiträge für die Zukunft abzuschaffen, sondern auch den Gemeinden eine ordentliche Ersatzfinanzierung zukommen zu lassen. Wir fordern hier rund 150 Millionen Euro jährlich, damit die Gemeinden die wegfallenden Bürgerbeiträge durch Staatsgeld ersetzen können. In den Kommunen hatte die jahrelange Diskussion um die Straps großen Ärger verursacht. So konnte es nicht weitergehen. Das Volksbegehren der Freien Wähler, erfolgreichstes aller Zeiten mit mehr als 340.000 gesammelten Unterschriften, hat die Trendwende eingeleitet. Und auch auf unseren Druck im Bayerischen Landtag hin sah sich die Staatsregierung letztlich zum Handeln gezwungen.